Noch einmal zusammen, noch einmal alle Kräfte mobilisieren, ein letztes Mal. Schalke ist am Sonntag zu Gast. Ein Saisonfinale ohne Zwänge, beide Vereine können ohne Druck befreit aufspielen. Tore sind garantiert. Boah, es ist, glaube ich, schwierig. Also, jedes Spiel ist, glaube ich, immer wieder neu. Ich glaube, die werden auch voll auf Sieg gehen und wir auch. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es enden wird. Also ich denke, dass wir auf jeden Fall ein geiles Spiel zeigen wollen am Sonntag. Es ist ausverkauft. Ich glaube, jeder hat nochmal richtig Bock, dann einen guten Abschluss für die Saison und auch persönlich für sich selber zu finden. Von daher gehen wir damit 100% ran und versuchen, einen Sieg zu holen. Durchhängen verboten. Mit einem Sieg könnte Fürth mit 50 Punkten auf Platz 7 klettern. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Final noch nicht, nee. Aber ich denke schon im Großen und Ganzen, dass wir da dann auf jeden Fall zufrieden sein können. Ein bisschen traurig über die Phase dazwischen sind wir schon. Da hätten wir auf jeden Fall ein paar Punkte mehr sammeln können. Aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Wir hatten echt Phasen dieses Jahr, wo wir 9 Spiele ungeschlagen waren. Dann jetzt in der Rückrunde, wo wir viele Spiele am Stück verloren haben. Deswegen, ein bisschen mehr Konstanz wäre gut gewesen. Vor allem in den schlechten Phasen, wenn wir da ein bisschen mehr gepunktet hätten, dann wäre es vielleicht jetzt auch noch ein bisschen spannender im Aufstiegsrennen. Aber das haben wir leider abgegeben. Fürth bleibt weiter zweitklassig und verabschiedet am Sonntag einige Profis, die den Verein verlassen. Das Ende wird emotional. Ist natürlich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite war es eine lange Saison. Man freut sich auch so ein bisschen auf den Urlaub. Mit der Truppe hätte ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Spiele gerne gemacht, weil es einfach wirklich eine super Truppe ist, mit denen es richtig Spaß macht zu arbeiten. Von daher auch ein bisschen traurig. Man merkt das so dann in den letzten Wochen dann, dass sich die Wege so langsam trennen und ich glaube, das kommt dann eher dann, wenn das Spiel vorbei ist. Und dann beginnt die endgültige Analyse. Alexander Zorniger und sein Team ist danach wieder gefragt, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen, damit die Spielvereinigung auch in der kommenden Spielzeit wieder Spaß macht und erfolgreich spielt.